Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 4. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke, Gesetz zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden und zur Abwendung von Obdachlosigkeit, Nummer 10475 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten und zur Einbringung des Gesetzentwurfs hat sich für die Fraktion der Linken Frau Sönmez gemeldet. Danke sehr, Herr Präsident, meine Damen und Herren. 2022 haben so viele schutzsuchende Menschen Deutschland und Hessen erreicht wie noch nie. Meine Damen und Herren, ich sage hier ausdrücklich schutzsuchende Menschen und meine damit sowohl Geflüchtete aus der Ukraine als auch Asylsuchende aus anderen Ländern. Denn in der aktuellen Debatte werden diese zwei Gruppen leider sehr unterschiedlich behandelt. Während die Aufnahme der einen, der Ukrainerinnen und Ukrainer, also richtigerweise als selbstverständlich erachtet wird, werden die anderen gerade zum Problem stilisiert. Debatten um Asyltourismus sind mal wieder über sämtliche Parteigrenzen hinweg in vollem Gange, und Forderungen nach mehr Abschiebung sind mittlerweile wieder salonfähig geworden. Eine solche Stimmungsmache ist unverantwortlich und brandgefährlich, meine Damen und Herren. Dabei zeichnet sich ein nüchterner Blick auf die Zahlen ein ganz anderes Bild. Die Zahl der Asylsuchenden, die im vergangenen Jahr Deutschland erreicht haben, bewegt sich im Durchschnitt der letzten vorhergehenden Jahre. Legt man die jährlichen Asylantragszahlen seit 2010 zugrunde, ersuchten im Schnitt rund 214.000 Menschen jährlich in Deutschland Asyl. Damit bewegt sich die jüngste, so viel zitierte Zahl aus dem vergangenen Jahr, 217.000 Asylgesuche bundesweit, eben knapp über dem Mittelwert der letzten Jahre, meine Damen und Herren. Zudem wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für 72% der Asylantragsteller der Schutzstatus festgestellt und zuerkannt. Debatten über gute und schlechte Geflüchtete und Asyltourismus sind schon aufgrund dieser Faktenlage völlig deplatziert, meine Damen und Herren. Das Beispiel Bergstraße zeigt, dass auch ein grüner Kreisbeigeordneter gerne in dieses Chor einstimmt, leider, und sich hierfür auch noch eben fraglicher Zahlen bedient. Meine Damen und Herren, solange mit deutschen Waffen und deutscher Außen- und Wirtschaftspolitik Menschen zur Flucht gezwungen werden, so lange müssen wir hier auch die Verantwortung übernehmen, meine Damen und Herren. Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Die Schwierigkeit, schutzsuchende Menschen würdig unterzubringen, kommt also zum einen durch den doppelten Zuzug zustande, und zum anderen ist das Unterbringungsproblem leider und vor allem hausgemacht, meine Damen und Herren. Und zu diesem Problem gehört eben die reihenweise Schließung der Gesamtunterkünfte in den letzten Jahren. Hätte man dabei wenigstens für genug bezahlbaren Wohnraum gesorgt, in den eben diese Menschen hätten umziehen können, wäre das ja eine löbliche Handlungsweise gewesen. Aber dem war eben bei weitem nicht so, meine Damen und Herren. Statt 7.000 Sozialwohnungen jährlich zu bauen, wie es konservative Berechnungen eben sagen, wie es konservativen Berechnungen zufolge notwendig wäre, um den aktuellen Bedarf in den nächsten Jahren zumindest abzudecken, hat Hessen im vergangenen Jahr nur 1.600 neuen Wohnraum geschaffen, meine Damen und Herren. Und bei solch miserablen Ergebnissen von einer Trendwende zu sprechen, wie Minister Al-Wazir es kürzlich tat, ist zynisch, meine Damen und Herren. Und die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist selbstverständlich mit der Frage der Unterbringung eng verwoben. Geflüchtete, z.B. anerkannte Flüchtlinge, die eigentlich aus Gemeinschaftsunterkünften ausziehen könnten und auch sollten, um für Neuankommende Platz zu machen, verharren mehrere Jahre in Gemeinschaftsunterkünften, weil sie eben auf dem Wohnungsmarkt keine Chance haben.
Dies führt wiederum dazu, dass die Kommunen immer mehr neue Unterbringungskapazitäten schaffen müssen. Manche Landkreise und Städte entscheiden sich jetzt neuerdings für einen ganz anderen Weg und setzen die Menschen, zu deren Unterbringung sie gesetzlich nicht mehr verpflichtet sind, gar auf die Straße, meine Damen und Herren. Und diese landen dann in den meisten Fällen in kommunalen Notunterkünften und konkurrieren damit mit anderen Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, um die sehr raren Unterbringungsplätze. Dem hohen Bedarf stehen vor Ort diverse Problemlagen gegenüber, die Landräte und Bürgermeister nun in eigener Regie und völlig überfordert eben lösen sollen. Mit unserem vorliegenden Gesetzentwurf möchten wir den rechtlichen Spielraum der Kommunen erweitern, damit sie im Falle eines Unterbringungsnotstandes, wie wir ihn vielerorts gerade eben erleben, eine begrenzte Zeit Immobilien sicherstellen können und Asylsuchende und Geflüchtete unterbringen können, und Obdachlosigkeit eben auch abzuwenden. Die Eigentümer erhalten dafür eine Entschädigung. Bauliche Veränderungen sollen ebenfalls aus der öffentlichen Hand finanziert werden, genauso wie der Rückbau am Ende der Nutzung eben auch finanziert werden soll. Mit dem § 9 des HSOG, der den polizeilichen Notstand regelt, wäre es theoretisch schon jetzt möglich, Immobilien in Notlagen eben sicherzustellen und Menschen darin unterzubringen. Die Konkretisierung, die unser Gesetzentwurf beinhaltet, würde allerdings Handlungssicherheit für die zuständigen Behörden schaffen und somit eben auch schnelleres Handeln ermöglichen. Denn aus unserer Sicht, meine Damen und Herren, ist es eben nicht vertretbar, dass in Hessen Millionen Quadratmeter an Büro- und Gewerbeflächen leer stehen, während Kommunen unter großem Kraftaufwand für horrende Summen Zelt- und Containerstädte errichten müssen. Und ich sage es ausdrücklich, es geht nicht um die für den Sohn oder die Tochter gebaute Einliegerwohnung, meine Damen und Herren. Um diese geht es genau nicht, um dem schon einmal hier vorzubeugen. Bremen und Hamburg, damals beide rot-grün regiert übrigens, haben es 2015 vorgemacht und ein solches Gesetz auf den Weg gebracht. Angesichts der drastischen Lage in einigen hessischen Kommunen sollten wir es ihnen gleich tun. Ein solider Entwurf für so ein Gesetz liegt Ihnen hiermit vor. Handeln Sie, liebe Landesregierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Senmez. Für die FDP-Fraktion hat sich Dr. H.C. Hahn zu Wort gemeldet. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon überraschend, dass die Zwischenrufe sowohl von der AfD als auch von den GRÜNEN denselben Inhalt haben. Man will mich auf den Pfad des Inhalts dieses Redebeitrages der Kollegin Senmez zurückführen. Es heißt Gesetz zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern und Abwendung von Obdachlosigkeit. Alleine das, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Vorsitzender, macht deutlich, dass zwei verschiedene Dinge in diesem Gesetzentwurf durcheinandergebracht worden sind. Zum einen nämlich das Problem der Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden und zum anderen das Thema Obdachlosigkeit. Es gibt eine einzige Schnittmenge, wo diese beiden Themenblöcke vielleicht zusammenfallen können. Ansonsten sind das zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Punkt 2. Es ist schon überraschend, dass die Rede der Kollegin Senmez zu mindestens einmal 80% überhaupt nichts mit dem Gesetzentwurf zu tun hat. Überhaupt nichts mit dem Gesetzentwurf zu tun hat. Sondern Sie haben wieder einmal das Schicksal der Geflüchteten aus der Sicht der linken Partei vorgetragen. Das können Sie tun, das ist Ihr gutes Recht. Aber dass Sie das dann sozusagen kaschieren mit einem derartigen Gesetzentwurf, der in meinen Augen schlicht verfassungswidrig ist, weil er eine Art von Enteignung ist, die wir in unserem Grundgesetz so nicht haben, das spricht halt dafür, wie Sie Politik betreiben.
Sie können gerne Zwischenrufe machen, so viel. Sie können gerne Zwischenrufe machen. Nicht alles das, was in Hamburg richtig ist, ist auch verfassungsgemäß, lieber Kollege. Nur weil Sie einen norddeutschen Akzent haben, ist auch nicht alles das, was ein Norddeutscher sagt, richtig, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Aber auf das Niveau haben Sie mich jetzt gerade runterziehen wollen, und deshalb gehe ich auch gleich wieder hoch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist eine Bagatellisierung der Probleme, die die Geflüchteten hier in diesem Land haben, die die Kommunen in diesem Land haben, die das Land mit der Unterbringung und der Versorgung der Geflüchteten hat. Ich finde, so geht man mit dem Thema nicht um. Das ist eine reine parteipolitische Eskalationsschraube, die Sie hier vorlegen. Alleine 80.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind im letzten Jahr in Hessen aufgenommen worden, meine sehr verehrten Damen und Herren, und zwar wegen des russischen Angriffskrieges. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir Freie Demokraten stehen natürlich solidarisch auf der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir haben nicht nur die Unterstützung versprochen, wir bestätigen es auch durch unsere kommunalpolitische Tätigkeit Tag für Tag, dass wir hier helfen wollen und helfen können. Wir müssen aber auch wissen, dass darüber hinaus die Asylsuchenden, insbesondere aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, durch den Ansturm der Kriegsflüchtlinge noch einmal ein bisschen zur Seite geschoben worden sind. Wir haben doch. Danke. Wir haben doch das Problem, dass wir durch Regelungen der Ampelkoalition in Berlin, hinter denen ich zu 100% stehe, aber eine Zweiteilung der Flüchtlinge vorgenommen haben. Wir haben diejenigen, die im Bereich aus der Ukraine kommen, die einen privilegierteren Rechtsstandpunkt haben, als das die anderen haben. Dass das natürlich zu Druckverhältnissen auch in den Kommunen, übrigens bis hin, sicherlich könnte das Katrin Anders auch aus Bad Vilbel berichten, bis hin in die Familien und in die Betreuenden hat, ist doch vollkommen klar. Und jetzt wollen Sie also hier auf einmal so tun, als wenn das alles gelöst ist, indem im Nordend oder im Westend oder im Südend oder wo auch immer das ein oder andere Haus beschlagnahmt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Art der Politik ist in unseren Augen nicht nachhaltig. Sie ist durchsichtig, und sie ist ausschließlich darauf aus, dass sie Außenwirkungen erzielen. Wo ist denn das Thema Ausbau der Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen? Das ist eine zentrale Frage in diesem Bereich. Den haben Sie überhaupt nicht erörtert. Und in dem Redenbeitrag, Herr Kollege, Sie müssen sich schon entscheiden, was Sie wollen. Also, wenn Sie hier einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem Sie eine Enteignung vorschlagen, müssen Sie schon verfassungsgemäße Schlussfolgerungen in der Begründung ziehen. Das machen Sie nicht, sondern Sie schreiben, Sie werfen mehrere Dinge zueinander und meinen, aus dem Apfel und aus der Birne wird dann ein Obstsalat. Glaube ich nicht. Es fehlt also nicht nur an den Erstaufnahmeeinrichtungen, den Vorschlägen von Ihnen, es fehlt natürlich auch am Geld. Und hier ist es doch auch wiederum klar, dass die Ampelkoalition in Berlin immerhin 262 Millionen Euro dem Land Hessen zur Verfügung gestellt hat. Ich habe das Gefühl, Sie interessiert es überhaupt nicht, was jemand sagt zu Ihrem Gesetzentwurf, sondern Sie stören permanent. Mich stört es nicht. Aber Sie hört man nicht woanders, und ich muss lauter reden. Das ist eigentlich kameradschaftlich nicht so wirklich korrekt. Wo sind die 262 Millionen Euro, die der Bund nach Hessen gezahlt hat? Das Land sagt, alles den Kommunen gegeben. Die Kommunen sagen, nicht alles bei uns angekommen. Deshalb ist es eine kluge Integrations-, eine kluge Flüchtlingspolitik, wenn man die Sachen alle zusammenführt. Und das wollen Sie ja gerade nicht. Sondern Sie nehmen jetzt hier das Beispiel Wohnen. Sie haben ein Feindbild. Das hat sicherlich auch etwas mit Ihrer sozialistischen Grundeinstellung zu tun. Das ist der Hauseigentümer, der Böse. Und da steht jetzt da irgendwo ein Haus leer. Und dann wird das einfach mal beschlagnahmt und genutzt dafür, dass diese Probleme so gelöst werden können. Wir haben überhaupt als FDP nichts dagegen. Wir haben auch Vorstellungen von Wohnungsbau. Das wissen Sie. Das hat der Kollege Lenders hier Ihnen immer wieder vorgetragen. Das hat der Kollege Dr. Naas Ihnen immer wieder vorgetragen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Problem des Bauens löst man nur dadurch, indem man baut. Schlicht und ergreifend. Das ist auch eine Binsenweisheit.
Ich höre jetzt aber nicht überall vor Ort die Unterstützung der LINKEN, wenn es darum geht, dass Baugebiete ausgewiesen werden, dort, wo sie vernünftig hinplatziert sind, dass andere Dinge gemacht werden, sondern Sie wollen jetzt hier einfach mal ein bisschen enteignen. Sie merken, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, wir finden, dass das eine verfassungswidrige Enteignung ist. Und deshalb werden wir Ihrem Gesetzentwurf, egal wie viele Anhörungen es geben wird, ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hahn. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Richter gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt Gesetzentwürfe, bei denen augenblicklich klar wird, dass sie nicht nur falsch, sondern auch zutiefst bürgerfeindlich und entgegen jeglichem Menschenverstand sind. Um Abgeordneten und Zuschauern hier im Hohen Hause aufzuzeigen, mit welcher Dreistigkeit DIE LINKE bereit ist, Bürgerrechte sogar aufzuheben, beweist Artikel 2 dieser Gesetzesvorlage, und das mit einem einzigen Satz. In Artikel 2 steht, durch dieses Gesetz wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 des Grundgesetzes, eingeschränkt. Meine Damen und Herren, über diesen Satz muss wohl niemand von uns lange nachdenken, denn er bedeutet eine Grundrechtseinschränkung in einem der sensibelsten Bereiche unserer Gesellschaft überhaupt. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist eine Bastion vor staatlicher Willkür. Erinnern Sie sich noch an die Grundrechtseinschränkungen der Bundes- und Landesregierungen in der Situation rund um Corona. Der LINKEN konnte es auch bei den Einschränkungen der Bürgerrechte in den letzten zwei Jahren nicht weit genug gehen. Impfzwang, Maskenzwang, Bürgerkontrolle und vieles mehr wurden massiv gefordert, und man hat in einer unglaublichen Welle politischer Anmaßung seitens der LINKEN in keinster Weise an die Armen und Unbedarften gedacht, die sie vorgeben zu schützen. Nein, meine Damen und Herren, die Politik der LINKEN ist darauf ausgerichtet, die Leistungsträger unserer Gesellschaft, also den hessischen Mittelstand, immer mehr auszudünnen, ihn in die Armut zu treiben und jegliche Eigenverantwortung zu nehmen. Was linke Politik zustande bringt, Frau Sömmel, das sieht man in Berlin. Gott bewahre uns davor in Hessen, denn nichts ist schlimmer als sozialistisch angehauchte Politik, die den Bürgern unseres Landes ihre Rechte nimmt und noch dazu sich als die oberste moralische Instanz aufspielt. In der Problembeschreibung dieses Gesetzes wird nicht erwähnt, was man in Europa mittlerweile festgestellt hat, dass eine Flüchtlingspolitik, wie DIE LINKE sie fordert, schlicht und einfach brachial gescheitert ist. DIE LINKE ist weder bereit, Berechtigungen von Flüchtlingen näher zu prüfen, noch Abschiebungen vorzunehmen, wo sie wirklich notwendig und auch gesellschaftlich gefordert sind. Nein, meine Damen und Herren, bevor DIE LINKE einen solchen Weg geht, legt sie lieber Hand an unser Grundgesetz. Wer keine vernünftige Zuwanderungspolitik betreibt, wer seine sozialen Sicherungssysteme für jeden öffnet und wer zudem noch auf Basis von Corona- oder Umweltpolitik die eigene Wirtschaftskraft schwächt, damit eine Mangelwirtschaft und horrende Inflation schafft, der endet bei nicht mehr auskömmlichen Löhnen, der endet bei teuren Mieten und Wohnungsnot, der hat höhere Zinsen und damit weniger Bautätigkeit, und der muss dann, der beißt die Maus keinen Faden ab, das, was noch übrig ist, auf mehrere Schultern verteilen. Im Gesetz ist zu lesen, dass ausdrücklich keine Inanspruchnahme von genutztem Wohnraum oder genutzten Immobilien und Flächen bezweckt wird. Frau Sömmnitz wollte uns das eben auch erklären. Aber es hört sich in der Lösungsbeschreibung nur scheinbar gut an, wenn da nicht in Artikel 1 Absatz 1 stehen würde, dass die Gefahrenabwehr und Polizeibehörden zum Zwecke der Unterbringung von Geflüchteten oder Asylsuchenden oder zur Abwendung von Obdachlosigkeit, zur Abwehr von Gefahr für Leib oder Leben, Grundstücke und Gebäude sowie Grundstücks- oder Gebäudeteile sicherstellen können. Weiter heißt es, die Sicherstellung ist nach dieser Gesetzesvorlage nur zulässig, wenn das Grundstück, das Gebäude oder der Grundstücks- oder Gebäudeteil seit mindestens 3 Monaten ungenutzt ist. Tatsächlich nimmt man also genutzten Wohnraum nicht in Anspruch. Aber DIE LINKEN definieren sehr clever die Nichtnutzung bereits nach 3 Monaten. Und dann, meine Damen und Herren, dann fängt an, dieses Gesetz zu greifen. Damit aber nicht genug. Denn zur Sicherstellung gehört noch ein zweiter Teil. Die Sicherstellung ist nach dieser Gesetzesvorlage nur zulässig, wenn die in den vorhandenen Erstaufnahmefolgeeinrichtungen oder Obdachlosenunterkünften zur Verfügung stehenden Plätze zur angemessenen Unterbringung der Geflüchteten, Asylsuchenden oder Obdachlosen nicht ausreicht. In Klammern, im Gesetzesvorlage Notlage. Die Notlage ist von den für die Unterbringung der jeweiligen Personengruppe zuständigen Behörden festzustellen. Was das bedeutet, sollte klar sein. Der Bürger
besitzt ein ungenutztes Grundstück oder Gebäudeteil. Dieses wird 3 Monate nicht genutzt. Es wird eine Notlage seitens der Behörden festgestellt. Und dann darf der hessische Bürger mit dem rechnen, was in Artikel 1 Absatz 2 dieses Gesetzes geschrieben steht. Die Gefahrenabwehr und Polizeibehörden sind berechtigt, Grundstücke sowie Gebäude oder Teile davon zur Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen für eine Sicherstellung nach Absatz 1 vorliegen, zu betreten. Nun, wenn unsere Bürger in Hessen bisher dachten, dass dem Bürger gehört, was dem Bürger gehört, belehrt sie dieses Gesetz mit Sicherheit der Linken eines Besseren. Und Frau Sömnitz, dies betrifft natürlich auch die Einliegerwohnung von nebenan. Alles andere wäre völlig falsch. Dort, wo Linke an der Macht sind, können sie sich darauf verlassen, fremdbestimmt und gegebenenfalls sogar enteignet zu werden. Sollten Sie das nicht glauben, weil eben wurde es ja bestritten, reicht ein weiterer Blick in die Gesetzesvorlage, denn auch vor Enteignungen macht die Linke keinesfalls Halt. In Artikel 1 Absatz 3 dürfen wir lesen. Hält eine Notlage 18 Monate an, ist im Einzelfall die Anwendbarkeit des hessischen Enteignungs- und Entschädigungsgesetzes HEEG zu prüfen. Fantastische linke Welt! Man betreibt einfach weiter eine völlig falsche und fehlgeleitete Flüchtlingspolitik, schafft damit eine Notlage am Wohnungsmarkt, nimmt den Bürgern für linke, moralisch hochtrabende Projekte ihr Geld mit Steuern und Abgaben weg, erhöht die Kosten für das Bauen mit widersinnigen Bauvorschriften, ist verantwortlich für Inflation und damit realer Vermögensvernichtung, Mangelwirtschaft und höheren Zinsen, um dann, meine Damen und Herren, mit dem hessischen Enteignungs- und Entschädigungsgesetz dem hessischen Eigenheimbesitzer den Rest zu geben. Sehr verehrte Damen und Herren, wenn der Wähler nicht sehr bald realisiert, dass bürgerlich-konservative Politik der einzige Weg aus all dem Chaos und den Krisen um uns herum ist, dann wird unser Land durch diesen linken Zeitgeist zugrunde gerichtet, welcher immer mehr Armut schafft und jegliche individuelle Freiheit einschränkt und auch abschafft. Die Linke mag bekämpfen, wer sich gegen jeglichen Sozialismus erwehrt. Wir als Demokraten müssen aber gegen die Transformation einer gut funktionierenden Gesellschaft in ein totalitäres linkes System stehen und damit aufzeigen, dass Bürgerrechte in unserem Land zu keinem Zeitpunkt zur Disposition stehen. Und das geht besonders an die SPD, die so unglaublich gern mit der Linken hier kuschelt und in den Ausschüssen immer gerne einer Meinung ist. Aber was Sie betreiben, ist Sozialismus vom Feinsten. Und Sie gehen zurück in die Vergangenheit, einer Vergangenheit, die in unserem Land keiner mehr will, nämlich einem totalen totalitären Staatssystem, was wir schon einmal hatten. Und deswegen, Gott bewahre uns auch vor der SPD in einer Regierung in Hessen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erteile ich nun Frau Hofmann das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem sich der Herr Richter in unsäglicher Art und Weise versucht hat, an den Linken abzuarbeiten, will ich noch einmal auf die Grundproblematik und Thematik eingehen, mit der es wir hier zu tun haben. Fakt ist, dass weltweit über 100 Millionen Menschen durch Krieg, Flucht, Vertreibung unterwegs sind, eine Bleibe suchen, Schutz suchen. Und allein 2022 kamen ja 1 Million Menschen aus der Ukraine zu uns. Es sind aktuell allein knapp 4.500 Personen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, seit Jahresbeginn 13.500 reguläre Asylsuchende und auch weitere 73.000 Geflüchtete aus der Ukraine. Auf der Balkanroute sind 3-mal so viele Flüchtlinge unterwegs wie im Jahr zuvor. Und in der Tat ist es so, dass diese Fluchtbewegungen auch uns als Land Hessen, und wir sind in der Verantwortung, natürlich vor große Herausforderungen stellen. Ich sage Ihnen für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass wir für ein solidarisches Europa stehen, das all denjenigen Schutz bereiten soll, die auf der Flucht vor Betreibung und Krieg sind und die zu Recht zum Beispiel für uns politisches Asyl suchen. Und die verdienen auch Schutz und Zuflucht unserem Land, meine Damen und Herren. Applaus
Wir sind aber hier der festen Überzeugung, dass das, ich habe es schon angesprochen, natürlich ein globales Phänomenproblem ist, das wir nur in der Zusammenarbeit zumindest auch der europäischen Länder gemeinsam lösen können und dass die Flüchtlingsversorgung eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, die natürlich vor allem Land und Kommunen zu erfüllen haben. Und es ist in der Tat so, dass viele Kreise, Städte und Gemeinden jetzt in den aktuellen Tagen, aber auch in den Monaten zuvor Hilferufe an das Land gerichtet haben, gesagt haben, dass sie vor großen Herausforderungen sind, dass sie die Aufgabe schwer erfüllen können. Wo liegen jetzt aber die Ursachen für diese Probleme, meine Damen und Herren? Ich sage deutlich, dass die Frage nach bezahlbarem, nach schutzwürdigem Wohnraum ja viel tiefergehender ist. Sie haben es zu verantworten, dass allgemein, und das ist schon angesprochen worden, bezahlbarer Wohnraum in unserem Land nicht nur denkbar knapp ist, sondern immer knapper wird. Und ich sage Ihnen deutlich, das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht, das in der UN-Sozialpakt geregelt ist und für das wir stehen und das Sie auch endlich mal erfüllen müssen. In der Realität sieht es aber ganz anders aus. Nach den Angaben des Pestel-Instituts aus Hannover fehlen in Hessen Ende 2022 65.000 Wohnungen. Und es gehen immer mehr Sozialwohnungen aus der Bindung heraus. Wir haben weniger Sozialwohnungen als mehr Sozialwohnungen, und zwar unabhängig von den Schutzsuchenden, von den Flüchtlingen, die hier in Hessen ankommen, meine Damen und Herren. Und da hat diese schwarz-grüne Landesregierung versagt, meine Damen und Herren. Und während der Bund etwa auch in der Vergangenheit schon bauplanungsrechtliche Erleichterungen für die Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften geschaffen hat, unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser jetzt erneut zu einem Flüchtlingsgipfel einlädt, der Bund selber 70.000 Unterkünfte zur Verfügung gestellt hat und weitere 1,5 Milliarden Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellt. Was macht denn Hessen? Hier haben wir zahlreiche Baustellen, die wir auch in den nächsten Tagen hier im Plenum noch einmal gemeinsam erörtern wollen. Warum geben Sie etwa das Geld vom Bund für die Geflüchteten nicht eins zu eins an die Kommunen weiter? Das frage ich Sie. Das ist unsolidarisch und egoistisch. Die Kommunen fordern zu Recht, dass die Pauschalzahlungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen erhöht werden muss, dass es nicht ausreicht. Und ich sage Ihnen deutlich, auch das Land Hessen sollte, wenn möglich, mehr eigene Landesimmobilien zur Verfügung stellen. In der Tat ist hier das Land auch gefragt und hat viele Hausaufgaben zu erledigen, meine Damen und Herren. Nun noch zum Gesetzentwurf im Konkreten. In der Tat sage ich Ihnen deutlich, dass wir auf die Anhörung gespannt sind, dass wir diesen Gesetzentwurf zumindest im Kern, weil er mal ein Diskussionsvorschlag ist, für diskussionswürdig halten. Hamburg hat es mal vorgemacht, das ist richtig so. Aber ich sage deutlich, dass in der Anhörung, ich hoffe, dass sie schriftlich und mündlich erfolgen wird, wir natürlich einige verfassungsrechtliche Fragen auch diskutieren müssen. Die Frage, ist es die richtige Ermächtigungsgrundlage, das HSOG? Was ist mit der Verhältnismäßigkeit? Dann auch die Frage, brauchen wir nicht im Gesetz an sich eine Frist sozusagen? Kann das Land Hessen überhaupt solch eine Regelung schaffen? Und ich sage Ihnen deutlich, dass auch hier Fragen zu stellen sind, ob diese außergewöhnliche Gefahrenlage, die Sie ja im Gesetz skizzieren, ob die wirklich gegeben ist. Für uns bei aller Diskussionswürdigkeit steht auf jeden Fall fest, dass die Unterbringung von Flüchtlingen in unserem Land eine Frage der Menschenwürde ist, eine Frage der Menschlichkeit, und wir sind gespannt auf die Gesetzesberatung. Danke, Frau Hofmann.